Unverschämter Lümmel! Sie bodenloser Frechling! Machen Sie, dass Sie fortkommen! Ich setze Sie vor die Tür! Ackermann! Holen Sie sofort die Polizei! Look, rufen Sie die Feuerwehr! Pfeiffer, was wissen Sie von der alkoholischen Gärung? Also die alkoholische Gärung oder die sogenannte Gärung des Alkohols. Also der Alkohol erzeugt mehr oder minder Gärung. Die sogenannte Minderjährige. Pfeiffer, was ist denn in Sie gefahren? Pfeiffer, Johann. Mit einem F oder mit zwei F? Mit drei F, Herr Professor. Eins vor dem Ei und zwei hinter dem Ei. Ich meine, es ist doch ein billiger Spaß. Wenn es überhaupt einer ist. Darf ich Ihnen behilflich sein, Herr Professor? Ja, nur... Ich gucke. Morgen früh, sage ich dir. Morgen mache ich denen ein Ding. Ein Ding? Da brauche ich keine Tante Mario mehr von der Penne zu nehmen. Ackermann? Warum entkleiden Sie sich? Ich muss mich etwas hinlegen, Herr Professor. Nein. Ich kann nicht mehr stehen. Ich habe einen Sitz. Ich glaube, das geht nicht. Die klemmt wohl. Aber Unsinn. Tafel hat noch niemals geklemmt. So. Soll ich das wegwischen oder wird das noch gebraucht? Direktor, ich hatte gedacht... Sie haben nicht zu denken. Dann werde ich mir das Denken abgewöhnen, Herr Direktor. Ich dachte nur, weil doch das Axtmacher... Er denkt schon wieder. Und weil da bessere Herrschaften verkehren. Und da dachte ich... Er denkt immer noch. Ich meine, ich hatte gemeint... Jetzt hat er auch schon eine Meinung. Das heißt, ich habe geglaubt. Gegen Glauben ist ja wohl nichts einzuwenden. Die Dame? Was? Wie? Wer bist du denn? Ein Edelknabe von Ihrer Majestät der Königin. Du bist des Todes, halt. Ich weiß genug. Was ist das für ein Brief, gestatten Sie? Wusste ja nicht, dass M deine T ist. Was hat das zu bedeuten? Das ist eine chiffrierte Nachricht von einem Freund. Vertraulich. Kannst du mir noch einmal verzeihen? Das ist ein Schlagertext. Die Melodie geht so. Kannst du mir noch einmal... Verlassen Sie das. Ich bin ja auch vom Singen befreit. 1000 Küsse, Groß E, Punkt. Wer ist Groß E, Punkt? Das sage ich nicht. Dann werden wir diese Handschrift von Herrn Direktor Knauer feststellen lassen. Vielleicht kennt er diese Handschrift. Gnädiger Prinz, verdiene ich diesen Argwohn? Pfeiffer, geben Sie jetzt den Brief wieder her. Geben Sie den Brief auf der Stelle wieder her. Geben Sie den Brief, Pfeiffer! Es wird ein Nachspiel haben.